herzlich willkommen zu Marie Salon du Livre List. Heute geht es um das Buch Mein Herz ist eine Insel von Anne Sanders. Vielen Dank an das Bloggerportal bzw. den Verlag für das Rezensionsexemplar. Ich habe es als E-Book bekommen. Ich blende euch dann das Cover da ein. Das Cover ist gelungen, sehr schön, hat aber meine Erwartungen in eine etwas andere Richtung gelenkt, als es dann tatsächlich war. Ich lese euch die Inhaltsangabe vor, weil im Grunde genommen mit der Inhaltsangabe hat man recht. Die Inhaltsangabe ist genau das, passt, dann braucht man nicht mehr dazu sagen. Isla Grant ging es schon mal besser. Ohne Wohnung und ohne Job bleibt ihr keine andere Wahl, als nach Hause zurückzukehren. Nach Baillevaar, eine winzige Insel an der rauen Westküste Schottlands. Diese Insel gibt es in Wirklichkeit nicht, das hat die Autorin im Nachwort in der Danksagung erwähnt. Und ich bin mir jetzt auch sicher, ich habe das total falsch ausgesprochen. Schottische Namen auszusprechen ist teilweise sehr, sehr schwierig, also man möge mir bitte verzeihen. Und das, obwohl sie kaum Kontakt zu ihrer Familie hat. Als sie auch noch ausgerechnet ihre Jugendliebe Finn wieder trifft, sind alle unliebsamen Erinnerungen zurück. Ihr einziger Lichtblick ist die alte Dame Shona, die wie keine andere Geschichten erzählt, besonders gern die Legende von der verschwundenen Insel. Doch schon bald erkennt Isla, welch tragisches Geheimnis Shona zu verbergen versucht, und auch ihre eigene Vergangenheit holt Isla unaufhaltsam ein. Das ist zum Inhalt im Grunde genommen alles. Die Erzählung, also erzählt wird die Geschichte aus zwei Blickwinkeln, und zwar einmal von Isla und von Finn. Isla hat gerade eine wirklich schwere Zeit. Dieses ohne Wohnung, ohne Job ist wortwörtlich zu nehmen. Wenn man in so einer Situation ist, dann ist man nicht gerade fröhlich, happy und so weiter. Sie ist eher zickig, missgelaunt und gibt allen und jedem die Schuld und sieht immer nur das Negative. Sie ist keine wirkliche Sympathieträgerin in der Geschichte, wahrlich nicht. Also zeitweise ist sie mir wirklich, wirklich auf die Nerven gegangen. Aber man muss eine Hauptfigur nicht unbedingt mögen, um eine Geschichte zu mögen. Der Sympathieträger darin in der ganzen Geschichte ist auf jeden Fall Finn. Ihre große Jugendliebe oder ihre verflossene Liebe, die sie ganz, ganz als ihre erste Liebe im Grunde genommen gewesen ist und der seinen Weg gemacht hat und der ganz anders ist im Grunde genommen als Isla. Und jetzt sage ich euch auch warum. Isla wollte immer weg von der Insel. Diese Insel ist klein, gut bürgerlich, jeder weiß alles über jeden, Gerüchte verbreiten sich wie ein Lauffeuer und sie wollte immer schon weg. Finn ist anders und jetzt sage ich euch, lese euch was vor und das bezeichnet Finn einfach wirklich meiner Meinung nach total gut. Ich bin schon lange genug auf dieser Welt, um einzusehen, dass man Kalendersprüche durchaus für bare Münze nehmen darf. Wenn sich etwas nicht ändern lässt, nimm es mit Gelassenheit hin. Wenn sich jemand nicht ändern lässt, nun, sollte man überhaupt versuchen, einen Menschen zu ändern, bloß weil er nicht in den Rahmen passt, den man sich für sein eigenes Leben gesteckt hat. Ich meine, ich werde immer auf dieser Insel bleiben, das spüre ich. Es ist, als sei ich mit der verwachsen, mit den Menschen hier, mit meiner Arbeit, meinem eigenen Lokal. Und wenn ich nicht hier bin, dann fehlt ein ganzes Stück von mir. Größer als das, was Isla mit sich nimmt, wenn sie Baillevaar wieder verlässt. Die zwei könnten im Grunde genommen nicht unterschiedlicher sein. Er verwachsen mit dieser Insel und Isla, die einfach eigentlich auch jetzt immer noch weg will. Gleichzeitig wird die Geschichte auch noch gestützt durch wirklich tolle, sympathische, skurrile Nebenfiguren. Allen voran Shona, die Geschichtenerzählerin, die schon über 88 ist, die aber immer noch gut drauf ist und gerne ihre Geschichten erzählt und gerne die Menschen auch ein bisschen manipuliert, um sie dahin zu bringen, wo sie glaubt, dass sie hin sollen. Die Kombination aus der zickigen Isla und dieser wirklich, wirklich charmanten und sympathischen Figur der Shona, es ist wirklich sehr gelungen, hat die Autorin sehr, sehr gut gemacht. Dann gibt es noch andere Personen, die Altherrenband, die immer wieder mal spielt. Dann gibt es den Müllmann, der gleichzeitig auch Postbote ist und so weiter. Und dann gibt es Louise. Und Louise ist, ich bin mir jetzt im Moment einmal gar nicht sicher, ob sie tatsächlich Französin ist, was ich aber nicht glaube. Aber Louise hat Charme, sie ist über 90 und geht jeden Tag im Neoprenanzug immer noch im Meer schwimmen. Isla sagt, wozu die Harpune?
Herr Bune, frage ich schließlich, ist das Ding nicht gefährlich? Luise zuckt mit den Schultern. Aber ich im Internet bestellt, sagt sie. Ich denke nicht, dass sie funktioniert. Sonst hätte dein neuer Freund sicher ein Loch in seinem Popo. Die Frau ist so crazy. So süß. Und mit über 90 noch schwimmen zu gehen, das kann ich mir fast nur bei so einer schottischen älteren Dame vorstellen, dass sie einfach den Elementen trotzt. Alles in allem, Isla als Hauptfigur, als weibliche Hauptfigur, ist zickig, unausstehlich, nicht nett oder nicht immer nett, kompliziert, manchmal negativ eingestellt. Auf jeden Fall, die Sympathien hat sie nicht auf ihrer Seite von mir aus gesehen. Finn dagegen, wo er hin will, weiß, wo er herkommt, weiß, wo er bleiben will. Alles Sachen, die Isla im Grunde genommen nicht hat. Dann die skurrilen Figuren rundherum, die Geschichte, dieses Geheimnis, das auch noch aufgedeckt wird, das war wirklich eine tolle Geschichte. Könnte so wahrscheinlich auch passiert sein. Richtig interessant. Und als Gesamtes, diese Insel im rauen Meer und mein Herz ist eine Insel, das dann auch erklärt wird, ist ein gelungenes Buch, eine gelungene Story, die kein locker flockiger Liebesroman ist, sondern sehr tiefgründig ist und sehr ernsthaft auch ist. Also Probleme, die man einfach, wenn man 32 ist und auf einmal ohne Wohnung, ohne Job dasteht, dann ist es einfach ein harter Schnittpunkt, ein harter Knackpunkt, der einfach irgendwie gelöst werden will. Ich kann die Geschichte auf jeden Fall empfehlen, nur wie gesagt, schraubt die Erwartungen herunter. Es ist kein Liebesroman im herkömmlichen Sinn, sondern es ist sehr viel komplizierter und sehr viel ernsthafter, aber immer noch total gut zu lesen. Ich habe eine Zeit gebraucht, um hineinzukommen, ich habe eine Zeit gebraucht, um mich mit Isla anzufreunden, ist das falsche Wort, sondern sie so zu akzeptieren, wie sie ist. Aber man muss die Hauptfigur nicht mögen, um die Geschichte toll zu finden. Das ist mein Fazit von dem Ganzen. Wer hat die Geschichte auch gelesen? Wie empfindet ihr das? Also Isla ist für mich heuer so richtig so eine ganz, ganz kontroverse Hauptfigur, die in die Geschichte gehört, weil sie so ist, wie sie ist, und gleichzeitig habe ich sie nicht wirklich mögen. Schreibt es mir dazu, ob ihr das Buch gelesen habt, wie ihr das empfunden habt. Und vielleicht hat es euch auch überhaupt nicht gefallen. Vielleicht haben auch die Punkte jetzt eher abgeschreckt und haben gesagt, nein, das war nicht meins. Schreibt mir das einfach dazu. Würde mich freuen, wenn jemand sich das Buch auch gelesen hat, um eine zweite Meinung zu bekommen. Das wäre es von mir jetzt im Moment. Wir haben heute den dritten Adventssonntag. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und genießt die ruhigen Stunden, genießt die Weihnachtsfeiertage mit Familie, Freunden oder auch alleine, wie es euch beliebt, wie es bei euch Sitte und Tradition ist. Und falls wir uns nicht mehr hören und sehen, ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns dann und hören uns im Jahr 2018 wieder. Und bis dahin, Viertag, Baba und guten Lesestoff wünsche ich euch. Bis bald.